Hallo, im heutigen Video will LTDFX den Kreuzattack-Crusher anzeigen. Die können wohl nicht damit umgehen, dass potenzielle Anleger sich umfassend informieren wollen und Fragen stellen, die sie nicht beantworten können oder wollen. Ich sehe diese Anzeige gelassen entgegen. Am Ende wurde es kindisch, da der Finanzfachmann lieber Fragen stellen wollte, als mir Antworten zu geben. Man sollte nur im Hinterkopf behalten, dass die ja vorgeben, ein seriöser Finanzdienstleister zu sein. Habt Spaß mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. Bitte. Hallo, einen schönen guten Tag, Herr Rüdiger Zugschmidt-Meider. Ja. Mein Name ist Anna Flores und ich grüße Sie. Ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutsche Börse und Sie haben doch selbst eine Anmeldung bei unserer Firma gemacht, ja? Ja, Und für richtig. diese, ja, okay, gut. Und für diese Gründe rufe ich jetzt an, weil zuerst möchte ich mit Ihnen nur ein paar Informationen zu teilen, um meine Arbeit Ihnen zu verstehen, ja? Aber zuerst habe ich nur eine Frage an Sie. Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Online-Trading gehabt? Nee, habe ich nicht. Haben Sie keine Erfahrung? Okay, super, Sie können mit uns eine gute Erfahrung zu haben. Ja, warum nicht? So, ich kann jetzt erklären. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit allen Kryptowährungen, Rohstoffen, Indexes, Aktien, Forex, Amazon, Bitcoin, Tesla und so weiter. Wo kann man tätig zu sein? Ich habe jetzt angerufen, weil heute die alle Finanzinstrumente sind runtergefallen und wir müssen zusammen diese Die Situation sind ausnutzen. runtergefallen. Kann die denn keiner aufheben? So kann ich jetzt erklären und Sie können mich verstehen, was ich jetzt sage. Okay, also wie ich habe vorgesagt, heute Online-Market, Online-Trading ist in Bewegungen und spielt mit einem großen Mengen, ja? Ein Beispiel ist das Bitcoin und auch Amazon und in Bezug auf Informationen, wir sind einer der engsten und am besten informierten Partner über die Bewegungen in die Börse in Wall Street, ja? Ja. So, ich kann jetzt erklären, genau wie mit unserer Firma funktioniert. Sie können mit unserer Firma mit einem Mindestkapital anfangen und innerhalb einer Woche Sie können uns testen, ja? Wir erhalten auch von unserer Firma 50% Bonus, ja? Und eine Wochenzeit, das ist wie eine Probezeit, dass Sie unsere Firma testen können. Und nach einer Wochenzeit, so, wenn Sie zufrieden mit unserem Unternehmen sind, so Sie können weiter zu investieren und Sie können weiter zu arbeiten. Wenn Sie nicht zufrieden sind, so Sie können wieder Ihr Geld zurückbekommen und Sie können auch aussteigen. Das ist Ihr Recht und Ihre Entscheidung auch, ja? So, mit 50% Bonus, das ich geben kann, so, wir arbeiten nur mit diesem Bonus und Ihr Kapital steht auf Ihrem Konto als übrig offene Bewegung, ja? Ja. Hallo? Okay. Ja. Und Sie bekommen auch von unserer Firma einen spezialisierten Manager-Account. Das arbeiten für Sie jeden Tag offen und schließen die Operationen auch, ja? Und aufpassen auf Ihr Konto. Ja? Und ich möchte mit Ihnen nur eine langfristige Zusammenarbeit und auch eine lange Partnerschaft aufzubauen, ja? Aber sowieso, das möchte ich mit Ihnen nicht mit schönen Wörtern überreden, aber das mit Ergebnissen beweisen. So, zuerst zum Beispiel, wir arbeiten mit den Kryptowährungen. Wir kaufen sie zu einem niedrigen Preis und verkaufen sie zu einem höheren Preis, ja? Und in diesem Zeitpunkt, wir verdienen Geld zusammen und hohe Profite erreichen auch, ja? So. Das mindeste Kapital ist mit 250. Ein normales Konto ist mit 500 Euro und ein starkes Konto ist mit ab 1000. So, bedenken Sie, mit wie viel Geld möchten Sie mit unserer Firma zu anfangen? Ja, erstmal möchte ich erstmal wissen, was ich noch so alles handeln kann bei Ihnen. Nochmal bitte? Ich möchte erstmal gerne wissen, mit was ich noch alles handeln kann bei Ihnen. So, Sie können mit diesem Mindestkapital anfangen, mit 250, ja? Das Und habe ich ja ich nicht habe. gefragt. Ich habe gefragt, mit was ich handeln kann. Also mit alles, was ist möglich, ja? Mit 250 zum Beispiel, mit Forex zum Beispiel zuerst, ja?
und danach, wenn Sie weiter zu investieren, wir können zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Aktien, ja, mit Rohstoffen und so weiter, ja. Aber weiter, Sie können mit unserem spezialisierten Manager-Account so zu arbeiten und sprechen für alles, ja, weil Sie unseren Manager-Account öffnen und schließen die Operationen, zum Beispiel von die alle von die alle Finanzinstrumenten, ja. So, wie denken Sie mit unserer Firma jetzt zu anfangen? Mit wie viel Geld bitte? Ja, ich wollte erst noch mal wissen, ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Ja, ja, okay. Ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Ja, wie ich habe vorher gesagt, also ich kann nur mal diese wiederholen. Also Sie können einloggen mit, so, mit Ihrer E-Mail und mit unserem automatischen Passwort. Und danach Sie können eine neue Passwort machen, damit Sie sich erinnern kann. Sie können zusammen, so, wir können zusammen jetzt eine Konto eröffnen, ja? Mit Ihrer E-Mail und mit unserem automatischen Passwort. Verstehen Sie mich? Und danach, Ihre Geld geben Sie dran und Sie schauen selbst, was für einen Job machen wir für Sie, ja? So, benutzen Sie WhatsApp mit dieser Handynummer? Das ist keine Handynummer, das ist eine Festnetznummer. Ah, okay, das ist eine Festnetznummer. Okay, können Sie so bei dem Google, können Sie bei dem Google schreiben, unsere Firma, und Sie schauen einmal und wir können zusammen Ihre Konto zum Aktivieren. Gut, dann sagen Sie mir mal den Namen Ihrer Firma. Ja, ltdfax.com. Oder benutzen Sie WhatsApp mit einer anderen Handynummer, oder? Nein, ich habe kein Handy. Okay. So, schreiben Sie ltdfax.com. Ah, ja, L wie Ludwig. Okay. Ja, L wie Ludwig. Ja, das habe ich schon gefunden. Okay. Gut, okay. Und ich habe, wie gesagt, ich habe erstmal ein paar Fragen. Ne? Wenn man Geld investiert, möchte man natürlich wissen. Wir können also auch mit Gold handeln. Nochmal bitte? Ich kann also auch mit Gold handeln. Mit Coin handeln, ja, ja, mit natürlich. Gold. Mit Gold, aha, okay. Sie können anfangen mit die alle Finanzinstrumenten, ja? Mhm. Alles ist möglich, ja? Okay. Und okay. Kann ich auch Bitcoin oder andere Ethereum oder wie das heißt kaufen? Ja, mit all. Zum Beispiel wir kaufen zu einem niedrigen Preis und verkaufen sie zu einem höheren Preis, ja? Also ich kann auch zum Beispiel einen Bitcoin kaufen. So, ja, alles ist möglich in Finanzinstrumenten, ja? Mhm. Gut, okay, dann würde ich noch gern wissen, Sie sind wahrscheinlich schon eine ältere Firma, ne? So, Herr Rundiger, so mit Bitcoin zum Beispiel, wir können zusammen Handel, aber nicht kaufen ein Bitcoin, weil so zu kaufen zum Beispiel jetzt eine Bitcoin viel so kostet zu viel, ja? Ja, aber. Aber wir handeln mit Bitcoin. Ja, es geht. Bitcoin war ja auch nur ein Beispiel. Wie sieht es ja, denn ja, aus okay, mit war eine Beispiel, Ethereum ja. oder wie das heißt oder Dogecoin? Ja, oder ja, so. Ja, ja. Wie kann man Dogecoin, kaufen? Also ich kann nicht nur mit Shiba zum Beispiel. Ich kann also nicht nur auf Preis handeln. Also sprich Preis so, hoch, Preis Sie können, runter. Sie können, ja, Sie können handeln heute mit die alle Finanzinstrumenten, weil heute ist das beste Möglichkeit, ja? Mhm. Gut, okay. Okay, so zum Beschäftigen in Online-Market. So, haben Sie unsere Firma geschaut, ltd-fax.com? Ja, und genau. Was schauen Sie jetzt, bitte? Ja, ich erstmal habe ich noch ein paar Fragen, wie gesagt. Ja, bevor ja. Bevor ich investiere, möchte ich natürlich einiges wissen. Haben Sie denn auch in Deutschland eine Niederlassung? Wo kommen Sie denn her? Wo sind Sie denn? Nochmal bitte? Wo ist Ihre Firma denn? Wo sitzt Ihre Firma? Unsere Firma steht in London und wir haben auch sehr Filialen, so zu viele Filialen in Berlinau, in Hamburg. Ja? Ja.
Okay, also sind Sie eine ältere Firma? Seit wann gibt es Ihre Firma? Hören Sie mich nochmal bitte? Seit wann gibt es Ihre Firma denn? So, ich rufe jetzt aus Berlin. Das war ja nicht die Frage. Seit wann es Ihre Firma gibt, Ihre Webseite? Hallo? Hallo. Ja, seit 5 Jahren, Herr Rüdiger. Seit 5 Jahren. Ja. Das ist ja komisch. Herr Freistein, wie lange arbeiten Sie Das ist da? sehr Seit wie lange gibt seltsam, es hier seine Firma? weil Ihre Webseite ist gerade mal 168 Tage alt. Ja, aber wir haben so zu viele Filialen in die ganze Europa, ja? Ja, aber Ihre Webseite ist doch nicht 168 Tage alt. Also stimmt doch das schon irgendwas nicht. So, wir haben verschiedene Websites, ja? Ja, aber Ihre Webseite, die ist, So. diese ltdfx.com, ist ja gerade erst Ja. 168 Tage alt. Genau. Und Sie haben Ja, gesagt, die Seite genau. ist über 5 Jahre alt. Da stimmt doch schon irgendwas nicht. Sie haben mich gefragt, seit wie lange arbeite ich hier an der Börse oder seit wie So, lange? Sie haben mir gefragt, seit wie lange arbeite ich in die Börse, oder? Nein, ich habe Sie gefragt, seit wann es diese Webseite gibt, diese Firma. Und So, jetzt hat. diese Webseite gibt es erst seit 168 Tagen. Okay, jetzt habe ich. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden, ja? Ja. Und? Okay, so, haben Sie einmal so in unserer Firma LTD so Login und Register? So, drücken Sie bitte in Einloggen, Nein, wie damit gesagt, wir ich in uns. möchte erstmal etwas über die Firma erfahren, bevor ich mich da einlogge und ein Konto erstelle. Okay, haben Sie weitere Fragen? Deswegen bin ich hier, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Sagen Sie mir bitte. Es Sie ist sehr so, wenn laut, Sie, es ist wenn sehr Sie, laut so, bei wenn, Ihnen. Ich kann ja den ja, Nachbarn hören. weil wir sind viele Mitarbeiter hier, ja? Ja So, gut, aber das ist. wenn Sie eine andere Frage, so stellen Sie mir, ja? Und ich antworte. Ja, ne. Wie gesagt, woher kommt es, dass Ihre Webseite erst 168 Tage alt ist? Aus London. Sie verstehen mich gar nicht, ne? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich habe sehr gut verstanden. So können Sie einmal wiederholen. Sie haben mich scheinbar nicht verstanden. Ich habe gefragt, warum ist Ihre Webseite erst 168 Tage alt? Neue. So, es ist neue. Ah, Sie haben also Ja. jemanden, der Ihnen vorsagt. Können Sie das nicht? Sind Sie noch nicht so lange in Ihrem Beruf? Nein, nein. Ich höre es doch genau. Also wenn jemand vorsagt, dann sollte das leise tun. Es wäre schon dumm, wenn der so laut redet, dass ich es hören kann. Hallo, Herr Günther. Hallo. Nicht Herr Günther. Ja, Rüdiger, Entschuldigung. So, ich mache jetzt eine kurze Verbindung mit unserer spezialisierten AK und das Nennen Sie mich erweitern bitte bei für meinem Sie. Ja, und Nachnamen. welche Hallo. helfen Ihnen aus? Nennen Ja. Sie mich bitte bei meinem Nachnamen. Wir haben nicht zusammen in der Sandkiste gespielt. Hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit Herr Rüdiger, ja? Ja, beim Wie geht's? Nachnamen. Beim Ihr Nachname Nachnamen. lautet also Zugschmidt Schmeider, ja? Zugschmidmeier. Zugschmidt Meier, ja? Ja. Okay, ich grüße Sie erstmal. Mein Name lautet Martin Moretti. Ich bin der Manager von der Firma, wo Sie schon vorher Interesse gezeigt haben und ich möchte mal sehr gerne Ihnen weiterhelfen, okay? Wir haben bis jetzt mit der Frau Anna Flores gesprochen. Wir haben viele Fragen dargestellt über unsere Website, ja. Aber bis jetzt, Sie haben bis jetzt keine wichtige Antwort also gekriegt, oder was ist denn genau passiert? Erklären Richtig, Sie mir bitte. richtig. Ich habe keine Antworten bekommen auf meine Fragen. Okay, deswegen bin ich hier, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Sie können mir sehr gerne weiterfragen. Erstmal, mein Name lautet nochmal Martin Moretti. Okay, vergessen Sie nicht. Und ich bin hier, Ihnen weiter zum Unterstützen und helfen. Okay? Ja, gut, dann beantworten Sie mal meine Fragen. Dann fangen wir an, bitte. Ich höre zu. Ja, Ihre Kollegin hat gesagt, Ihre Webseite wäre 5 Jahre alt.
Und das Sie stimmt hat ja so verstanden. nicht. Das stimmt ja Na nicht. klar, das stimmt nicht. Okay, sie hat nicht so ganz gut verstanden. Sie hat gedacht, Sie haben gefragt, seit wie lange arbeiten Sie an der Börse? Seit wie lange haben Sie Erfahrung oder sowas? Sie hat gesagt, 5 Jahre. Deswegen also war eine, hat sie falsch gehört. Okay. Also falsch verstanden, sie spricht kein Deutsch, offensichtlich. Sie sprechen ganz gut Deutsch, weil Sie sind eine Deutsche, deswegen. Ich bin Sie selbst keine ist. Deutsche. Ich bin selbst kein Deutsch, ich komme aus Italien, okay? Ja, aber Und sie ist doch keine vielleicht. Deutsche. Sie auch nicht, ja? Sie ist keine Deutsche. Sie hat so schlecht Nein. Deutsch verstanden. Nein, nein, nein. Ich weiß. Ja. Egal, also es ist egal. Jetzt sind wir hier zusammen. Ich werde Ihnen zuhören und ich werde mich alle die Fragen beantworten und Ihnen weiter zum helfen. Okay? Also, was interessiert Ihnen jetzt am besten? Für was sind Sie besser interessiert? Was möchten Sie noch mehr weiter wissen? Ja, wie kommt es, dass Ihre Webseite erst 168 Tage alt ist? Okay, das ist eine neue Website. Wir haben, also wir arbeiten seit nicht länger mit dieser Website. Wir haben ja das jetzt gestartet. Okay. Und wir haben auch andere Webseiten. Okay. Aber Sie haben selbst an diesem Website, also an diesem Website haben Sie Ihre Daten bekommen. Okay? Ja, da wusste ich aber Deswegen, nicht, wie alt diese Webseite kein ist. Problem. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Ja, ich kann nicht Ihnen eine andere Website vorstellen, wo ich die Daten an der LTD gefunden habe, also bekommen habe, nicht gefunden. Okay? Deswegen. Und der Firma, der große Hauptsitz, das ist in London. Okay? Auf der Website steht der Adresse da alles. Haben Sie auch gesehen vielleicht? Okay? Und wir sind also aktiv in ganz Europa, zum Beispiel hier in Berlin, Sie kommen auch aus Deutschland, ja. Wir haben Kunden auch in Österreich, aus der Schweiz, Italien, Australien, Toronto, überall, okay? Deswegen, wir nutzen nicht nur eine Website, aber wir haben verschiedene Webseiten über den Online-Trading oder am besten zu sagen über der Börse, ja. Ja. Ich weiß nicht, haben Sie selbst vorher Erfahrung gehabt mit Online-Market oder? Nein, hatte ich nicht. Aber gehört haben Sie bestimmt, ja? Ich habe mich ein bisschen informiert, das ist alles. Ah, also okay. Wieso wie lange haben Sie nur gehört? Sie haben seit länger vielleicht gehört über den Trading, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und so weiter. Aber wieso haben Sie keinen Konto bis jetzt aktiviert oder haben Sie keine wichtige Seite gefunden? Ja, ich wollte einfach noch nicht. Ach so, okay, jetzt haben Sie jetzt neue Anmeldung gemacht. Jetzt müssen Sie alles testen, schauen, was ist denn genau? Genau, ich will erst mal gucken. Genau. Okay, dann werde ich Ihnen jetzt zuhören und fragen Sie mir wieder. Ja, wo sitzen Sie denn in Berlin? Also müssen Sie die Straße alles haben. Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht sofort sagen, okay? Ach, warum das nicht? Sie sitzen doch in Berlin. Und da können Sie mir die Ja, ich sitze. Straße nicht sagen? Warum möchten Sie die Straße wissen erstmal? Ja, weil. Ich kann Ihnen sehr gerne geben, ja, aber wegen unserer Sicherheit, es geht nicht sofort an, ja, deswegen. Also das klingt ja schon sehr unseriös. Eine Firma, die im Internet ist und ihre eigene Adresse nicht verrät, das ist nicht seriös. Ich will nur mit Okay. jemandem zusammenarbeiten. Das ist ja schon die zweite Sache, die mir schon übel Nee, aufstößt. also ich bin ein bisschen gespannt, weil Sie haben also ein paar Fragen bei die Frau Anna Flores gestellt, ja. Und ich bin gespannt, warum fragen Sie nur an die anderen Worte, nicht an den wichtigen Seiten, nicht über meine Arbeit, ja? Ich verstehe Sie gerade nicht. Was wollen Sie sagen? Was möchten Sie gerne wissen? Möchten Sie für meinen Firma wissen oder möchten Sie hören, also wo meine Firma liegt und so weiter? Ich möchte über die Firma Dinge erfahren, damit ich sicher sein kann, dass ich da auch eine seriöse Firma habe und ich da Geld investieren kann. Okay, die Adresse, man findet also unter den Linden 38 10 11 7 Berlin, Deutschland. Aber das lässt sich ja schnell gucken. Kein Problem. 38 und in Postleitzahl? Also 10, 11, 7, Ja. Berlin. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja, gut.
Ja, klar, aber Ihre Firma wird dann nicht aufgeführt. Das ist der richtige Adresse, was ich Ihnen eingegeben habe, Ja, aber ja? Ihre Firma wird dann nicht aufgeführt. Wo haben Sie das gesehen? Ja, man kann ja im Internet gucken. Ja, haben Sie alles richtig geschrieben? Deutsche Börse Berlin? Ja, Sie sind ja nicht die Deutsche Börse Berlin. Woher wissen Sie das? Ich Weil rufe Sie Sie. gerade an aus Berlin. Ich rufe Sie gerade an aus Berlin, ja? Aber Sie sind nicht die Deutsche Die Börse Berlin. deutsche Börse in Berlin gibt verschiedene Webseiten, okay? Die Deutsche Börse, das sind ja nicht Sie. Sie sind ja eine ganz andere Firma. Sie sind ja LTDFX, Deutsche Börse. Es ist unsere Website, ja? Deutsche Börse Berlin. Genau. Das heißt, in der deutschen Börse, da sind Sie auch reguliert von der BaFin, nehme ich mal an. Nochmal bitte. Wenn Sie die deutsche Börse Berlin sind, ja, Ja. dann schauen wir da doch einfach mal. Ja, ich kann Ihnen jetzt alles vorstellen, wenn Sie möchten, ja? Ja, Ich gebe gerne. Ihnen noch mehr. Ich gebe Ihnen noch mehr weitere Informationen. Was möchten Sie noch mehr wissen? Müssen Sie vom BaFin etwas hören oder was? Ja, zum Beispiel. Müssen Sie meine Adresse, also die Lizenznummer wissen, oder? Genau. Wo werden Sie das überprüfen? Bei der BaFin natürlich. Ja, sehr gerne. Sie können das jetzt überprüfen, oder? Ja, natürlich. Okay, eine Sekunde. Also, ich gebe nicht bei jedem unseren Lizenznummer, aber ich werde das Ihnen jetzt geben, ja? Und Sie können sehr gerne bei der BaFin, also jetzt fragen. Aber jetzt, ich werde nicht auf Ihnen warten. Wenn Sie jetzt überprüfen werden, okay, wenn nicht, dann fertig. Ich habe nicht so viel Zeit, also einfach weiter zum Diskutieren und gar nichts zu machen, ja? Schreiben Sie bitte. Ja, gut. 10, 15. 10, 15. 9, 8, 5, 3. 9, 8, 5, 3. Das war's? Ja, das war's. Kein Ergebnis. Ja, Sie spielen gerade mit mir. Ja, Sie Sie wollen spielen mich mit mir, Sie verarschen. wollen mich veräppeln. Sie Unter wollen dieser mich gerade. ID ist bei der Sie BaFin wollen nichts gelistet. mich gerade verarschen. Okay. Sie wollen mich doch Also, verarschen. wenn Sie nicht etwas Unter die, anderes unter zu dieser tun, Nummer wenn Sie ist bei nicht. der BaFin nichts gelistet. Bitte, das ist der ID-Nummer, was wir Nein, ist haben sie bei dem nicht. BaFin. Also, 10159853. 1-9-8-5-3. Genau, Genau. ist nicht gelistet bei der BaFin. Also, wenn Sie nicht etwas anderes Besonderes haben, mit mir können Sie nicht spielen. Ja, Okay? Tut mir leid. Sie Ich meinen bin ja wohl mich hier. verarschen zu müssen. Nein. Ich will niemand hier verarschen. Okay? Ja, doch natürlich. Hätte ich Ihnen nicht angerufen, wenn ich Ihnen verarschen will. Ich Doch kann nicht natürlich. etwas. Sie wollen Nee. Also, sind ein der. unseriöses Unternehmen, was einfach nur mein Geld haben will und dann hinterher verschwindet. Nein. Sie haben schon eine Offensichtlich. Erfahrung, oder? Warum? Es sind drei Warum? Sachen, es sind drei Okay, Sachen, die gegen warum? Sie sprechen. Warum Lassen Sie mich doch lügen Sie mal mir? ausreden. Warum? Lassen Sie Nein, mich ich ausreden? rede. Nein, Nein, ich okay, rede dann. jetzt. Nein. Auf gar keinen Fall. Hören Sie mir jetzt zu, okay? Sie haben schon eine Erfahrung, okay? Sie haben zu viel Ahnung dafür und Sie wollen jetzt mit mir spielen, okay? Woher wissen Sie, ob wenn ich ein Betrüger bin oder woher wissen Sie, ob wenn ich dein Geld nehmen werde, um wegzugehen? Ihr Geld. Wo Wir sind noch nicht per Du. Mir ist egal jetzt, okay? Sie sprechen seit einer Stunde hier, fast, also halbe Stunde, okay? Und Quatsch. Sie sagen immer etwas Neues. Also 23 Minuten, okay? Ja, und? Ist es verkehrt, wenn man sein Geld Ich investieren gebe. will, dass man sich vorher Nein, informiert? nein, nein. Lassen Sie mich Ich. doch Sie haben. ausreden. Ich habe Sie ausreden lassen und jetzt lassen Sie mich ausreden. So, ganz. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Okay? Na, dann reden Sie Also, fertig. Mitgliedschaften bei dem BaFin, okay? WTC Europa. Also, die ID-Nummer, wenn Sie werden bei der BaFin anrufen oder fragen, stimmt diese ID-Nummer an euch? Sie werden dann bestimmt an Bord kriegen von den BaFin. Okay? Wenn diese ID-Nummer nicht bei der BaFin stimmt, ich werde ihn tausendmal
Entschuldigung für das Ganze, was ich Ihnen gesagt habe. Okay? Aber ich bin echt gespannt, was werden Sie mir danach erzählen, wenn diese echte Nummer oder echte ID ist bei der Waffen. Okay? Sie können überhaupt gar nichts, das selber, also die ID-Nummer, also überprüfen, ohne den Kontakt mit dem Waffen. Sie haben keinen Kontakt mit dem Waffen und Sie können die ID-Nummer nicht prüfen. Okay? Jetzt sind Sie fertig? Ich bin jetzt fertig. Ich werde jetzt Ihnen hören. So, es gibt drei Sachen, die schon mal sehr seltsam sind bei Ihnen. Ja. Das erste ist, dass Sie eine Adresse haben, die so nicht nachvollziehbar ist. Zum zweiten ist es, dass Sie eine Webseite haben, die erst ganz frisch erstellt wurde. Das dritte ist, Sie haben eine BaFin-Nummer, die gar nicht existiert. Und das habe ich überprüft. Wo haben Sie das überprüft, bitte? Bei der BaFin. An der Website, oder? Natürlich. BaFin bietet ein Portal, wo man solche Sachen überprüfen kann, direkt. Genau. Ich bin gerade auch hier an der Website von der BaFin. Okay? Ich habe gerade meinen ID eingegeben und fand alle meine Informationen dafür, ja? Gut, dann lesen Sie mir doch mal vor die URL der BaFin, wo Sie sich eingegeben haben. Lesen Sie einfach mal vor. Ich werde gar nichts hier lesen, okay? Also sind Sie nicht auf wenn der Sie BaFin. Möchten, alles wenn klar. Sie möchten, was steht da auf der Website, also in der Hauptseite bei den BaFin? Was sehen Sie da? Ich sehe, dass Ihre ID nicht eingetragen ist. Sie haben keine ID. Wo haben Sie gefunden? Wie oft soll ich es noch sagen? Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, eben BaFin. Genau. Suchbegriff steht da, oder? Was steht da? Sie sprechen ein sehr schlechtes Deutsch. Sie steht, also ganz oben rechts kann man da suchen, oder? Ja, Sie können mir auch gerne Ihren Unternehmensnamen geben, der eingetragen ist bei der BaFin. Dann suche ich danach, gar kein Problem. Schreiben Sie nochmal die ID-Nummer. Nee, die ID-Nummer ist schon überprüft. Kein Problem. Dann geben Sie mir das Unternehmen, was bei der BaFin gelistet ist und registriert ist. Eine Sekunde, ich werde das jetzt Ihnen geben. Ja, weil Sie brauchen viele Sachen. Also, Mom, was passiert, wenn Sie 250 Euro investiert haben? Was werden Sie danach machen? Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, aber wenn Sie werden mir auch jetzt sagen, ich will mit euch weiter handeln, also nein, werde ich Ihnen sagen. Egal, ob Sie werden mit 250 Euro anfangen oder mit 1.000 oder 5.000. Ich werde mit Sicherheit bei Ihnen kein Geld einzahlen, aber okay. Sie haben jetzt die Möglichkeit... Erstmal, ich bin keine Kartoffel, deutsche Kartoffel, Ihnen zu sagen, okay, das haben Sie verdient, ich komme aus Italien, egal, ob wenn ich gut Deutsch spreche oder schlecht, ja. So geht man also mit Kunden um, aha, okay. Mir ist gerade scheißegal, okay, ja, was Sie reden, okay? Ja, ist okay, das widerlegt nicht gerade das, was Sie sagen. Wenn Sie nicht etwas anderes Besonderes haben, zu tun zu machen, dann können Sie auflegen, okay? Sie haben mich doch angerufen. Sie können danach andere Leute verarschen, ja, okay? Sie verarschen mich doch. Sagen Sie mir doch einfach das Unternehmen, was bei der BaFin gelistet ist. Ich werde Ihnen gar nicht. Ich habe Ihnen bis jetzt viel gesagt, ja. Jetzt werde ich gar nichts sagen. Okay? Ja, Sie sind einfach nur unseriös. Sie sind ein Abzocker. Egal. Abzocker. Sie sind Scammer. Alles klar. Ich bin Scammer, oder? Ja, genau. Abzocker, Scammer. Noch anders? Gibt noch etwas anderes? Ach, das reicht schon. Ach so, das reicht schon, oder? Wie alt sind Sie bitte? Das geht Sie gar nichts an. Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie sind ein Parasit momentan, Sie bleiben einfach zu Hause, Sie haben nicht einen Job, Sie haben nicht etwas anderes zu machen. Sie kommen nicht so richtig klar mit Ihrem kleinen verschissenen Leben, richtig? Was? Nochmal? Sie kommen nicht richtig klar mit Ihrem kleinen verschissenen Leben. Ich? Ja, natürlich. Wo Leute abzocken und dann noch sagen, das wäre alles prima und das wäre alles legal. Peter Gies, kennen Sie den Mann mit dem Namen Peter Gies? Peter Gies kenne ich nicht. Ja, Peter Gies arbeitet da bei dem Achtung Abzocker. Haben Sie gehört?
Ja, der heißt Diesel. Nochmal, wie heißt er? Der heißt Diesel. Diesel. Ja. Peter, heißt er Peter? Peter, Peter Giesel. Ja, genau. Okay. Können Sie sehr gerne bei dem Peter Giesel melden. Okay. Ach. Meine Nummer weiter. Geben Sie meinen Namen weiter. Okay. Alle meine Firmen, was ich Ihnen jetzt alles gegeben habe, mir ist überhaupt kein Problem. Ja. Und werden wir mal alle prüfen, ob ich eine Lügner bin oder Betrüger oder Abzocke. Egal. Ja, ja? Sie hatten ja die Möglichkeit zu bestätigen, dass Sie regulär bei der BaFin gelistet haben. Jetzt. Das haben Sie ja nicht getan. Okay. Sie können sehr gerne den BaFin anrufen. Okay. Brauche ich doch nicht. Ich habe das Ergebnis dann, schon. Dann lassen Sie das. Ist kein Problem. Es ist in Ordnung, ja? Also, mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Nee, helfen können Sie mir sowieso nicht, außer mein Geld loszuwerden. Sie haben mir gesagt, ich bin ein Abzocker. Richtig. Okay, Sie haben mich beleidigt. Okay. Abzocker kann man nur beleidigen. Das ist für mich eine Beleidigung. Ja, okay. Dann zeigen Sie mich doch an. Ich bin ein Lügner. Ja, genau. Erstmal, Sie sind kein Mann, okay? Zeigen Sie mich doch an. Und Sie können mich nicht. Ich habe auch eine Familie, ja? Ja, und ich arbeite für meine Familie, ich arbeite für meine Kinder, für mich selbst erstmal auch. Na, Ihre Kinder werden ja sehr stolz auf Sie sein, wenn Sie dann irgendwann spitz kriegen, dass Sie andere Leute betrügen. Nein, ich habe niemanden bis jetzt betrügen. Alles, was Sie gerade sagen, sind alles registriert. Okay, ich werde auch bei der Polizei alles zeigen. Okay? Ja, wunderschön, sehr gut. Deinen Namen, alles habe ich hier an meinem System. Ich werde einfach weitergeben. Ja, und wir werden uns im Gericht sehen, ja? Ja, sehr schön, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Sehr schön. Machen Sie. Werden Sie danach mehr Ärger haben, ja? Ja, das wird sich zeigen, wer dann Ärger hat. Ich freue mich drauf. Also, Sie werden viel Ärger haben dafür, okay? Ja, das werden wir dann noch sehen, wer Ärger hat. Sehr schön. Ich hab bis jetzt nicht etwas anderes falsch gesagt. Ich habe Ihnen nicht gelügt. Ich habe Ihnen gar nichts etwas Schlimmes gemacht. Okay? Ja, dann zeigen Sie mich doch an. Ich will nur jetzt mit Ihnen sprechen, damit ich das ganze Gespräch nur weiter registrieren kann, um weiter alles zu zeigen. Okay? Ja, zeigen Sie mich doch beleidigen an. Beleidigen Sie mir jetzt, ja? Nein, das habe ich nicht nötig. Nee, Sie haben das schon gemacht. Also jetzt haben Sie Angst, oder? Vor Ihnen? Nee, nicht von mir nicht, sondern von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft und so weiter. Ja, zeigen Sie mich an. Ich gehe dem locker entgegen. Du bist kein Mann. Okay? Ja. Suchen Sie einen Job, bitte. Arbeiten Sie für dein Leben, bauen Sie dein Leben auf. Ja. Haben Sie Familie oder haben Sie keine Familie? Auch das geht Sie nichts an. Eine Frage war dann auch, egal, ob Sie Familie haben oder nicht, einfach arbeiten Sie für dein Leben. Sie müssen dein Leben bauen. Ihr okay? Leben. Und Sie haben mich beleidigt, Sie duzen mich. Und keine Verarschen zu machen mit den Leuten und so weiter. Ja, wer verarscht denn hier die Leute? Zeig mich an, dann stellen wir das fest. Gar kein Problem. Ich habe jetzt alles registriert. Werden Sie das schauen und sehen, ja, also ist kein Problem. Dem werde ich freudig entgegengehen. Sehr schön. Sie sind voll nervös. Nein, ich freue mich darauf. Nee. Ich freue mich Problem. Darauf. Kein Problem. Werden wir mal das sehen, ja? Ja, genau, also, werden wir sehen. Leid, genau. Tut mir leid für Ihre Leben. Okay, Sie haben nicht etwas anderes. Ja, Sie haben nicht etwas. Sie haben nicht etwas anderes Besonderes zu machen. Okay? Nur mit den Leuten weiter Fragen zu stellen, verarschen und so weiter. Kein Problem, ja? Ich muss ihm beantworten, okay? Aber ich sehe gerade, Sie müssen mit mir spielen. Aber hier sind wir an der falschen Seite. Okay? Ja, schön. Zeigen Sie mich doch an. Gar kein Problem. Ich bin nicht ein Hund, ja? Wenn ein Hund nur Ham-Ham macht, am Ende macht gar nichts. Okay? Ein Hund, der Ham-Ham macht? Sie haben egal, wie man. Sie wissen besser als mich, ja? Als Weil mich? Sie sind eine so. Sie sind eine so, ja? Haben Sie das verstanden? Nee, Ihr Deutsch ist nicht zu verstehen. Nee, ich bin keine Kartoffel. Ich bin keine deutsche Kartoffel, okay? Ja und? Ist das ein Grund, deswegen schlecht Deutsch zu sprechen? Sie sind eine Kartoffel, okay? Aber ihr müsst sagen, zum Glück, der Hitler lebt nicht mehr.
ja. Er hat Glück gehabt. Er ist tot jetzt. Und alle sind tot jetzt, okay? Und ihr macht solche Verarschung mit den alle Ausländern erstmal. Ihr habt keinen Respekt dafür. Sie sind einfach eine Nazi, okay? Ach ja, wunderschön. Auch noch. Sehr schön. Sind sie schon, ja? Ja, prima. Das ist wunderschön für die Beleidigungsanzeige. Sehr schön. Kein Problem, kein Problem. Das werden wir mal alle zeigen, okay? Genau, für mich ist ja, überhaupt ja. Kein Problem. Zeigen Sie mich am besten weil schnell an. Ganz, ganz schnell bei der Polizei. Meine deutsche Sprache gefällt Ihnen nicht. Kein Problem. Nein, mir gefällt Ihre Ausdrucksweise nicht. Andere Leute als Nazi oder als Hund zu bezeichnen, das ist das, was mich stört. Aber kein Problem, Sie zeigen mich an und dann sehen wir uns vor Gericht. Ach so, meine Worte, die stören Ihnen jetzt, oder? Dann ja. Tut mir leid auch, ja, so. Es ist nicht mein Fehler, es ist nicht mein Problem, es ist Ihr Problem, ja. Und für mich, das Gespräch beendet hier. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit deinem Leben. Ich Ihnen nicht. Finden Sie bitte ein neues Job, bitte. Machen Sie ein wichtiges Arbeit, ja, nicht wie... Sie wissen gar nicht, was ich mache beruflich. Nicht wie, also wenn Sie bei dem Hartz IV sind, dann bleiben Sie einfach zu Hause und das war's. Okay? Ja, sehr schön. Nehmen Sie dein 300 Euro oder 500 Euro monatlich und leben Sie einfach zu Hause. Ja? Mann. Sie sind ein lustiger Kerl. Ich? Ja. Also, Sie haben alles gesagt, für mich ist es überhaupt kein Problem, ja, also ich kann jetzt Ihnen nicht mehr weiter gar nichts sagen, okay? Alles, was ich sagen wollte, habe ich gemacht. Tut mir leid für Sie, ja? Ach, für mich muss es Ihnen nicht leid tun. Vielleicht Sie sind ein gutes Mensch, okay, kann sein, aber Sie sind es nicht. Also ich bin nicht, ja? Richtig. Ich bin ein sehr, sehr gutes Mensch und ich habe ein sehr, sehr großes Herz für die alle Leute. Ich sage bei mir, Mann, Sie können kein Deutsch sprechen, egal ob man ein Ausländer ist oder Deutscher ist, ja? Ich lebe nicht länger als fast zwei Jahre in Deutschland, ja? Und hier habe ich Deutsch gelernt, okay? Für 2 Jahren. Und Sie haben ja? Ein großes Herz vor allem für die Leute, die Sie abzocken. Ah ja, okay. Nee, ich mag keine Absorgen hier. Okay? Also, ja. Wenn Sie möchten bei mir weiter alles überprüfen, machen Sie, was ich gesagt habe, gehen Sie bei der Waffe. Ich brauche nichts mehr überprüfen. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ist es okay. Vielen Dank. Ja? Ja, sehr schön. Dann erwarte ich Ihre Anzeige. Mal sehen, ja? Ja, mal sehen. Sie wollten mich doch anzeigen. Dann zeigen Sie mich doch an. Ist doch gar kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, dann machen Sie es doch. Ich habe deine Adresse und ich kann selbst Ihnen finden. Erstmal, ja? Ja, sehr schön. Gut. Und ich werde Ihnen selbst alles erst nochmal zeigen, ob wenn Sie werden weiter alle Worte, was Sie mir gesagt haben, wiederholen, ja? Wenn Sie Eier haben, okay? Kein Problem. Ja, dann kommen Sie vorbei, gar kein Problem. Schönen Abend für heute. Schlafen Sie weiter. Träumen Sie weiter. Und leben Sie alleine. Ja, Sie wissen gar nichts über mich. Aber schön, wunderschön. Ich habe genug an Informationen. Ich will gar nichts von ihm wissen, weil mich interessiert das mal gar nichts, ja. Ich habe bis jetzt alles überprüft. Sie sind, ich finde jetzt jedenfalls über deine E-Mail. Sie verarschen nur die Leute an dem Internet und so weiter. Ein Problem, es ist dein Job, ja? Sie können andere Leute verarschen, aber mich nicht, ja? Ja, prima. Wie gesagt, zeigen Sie mich ruhig an, gar kein Problem. Wir werden das sehen. Also machen Sie das, oder? Was mache ich? Also die Leute verarschen an dem Internet, YouTube und so weiter. Nein, ich informiere mich nur, wenn ich Training machen will, wo ich Training machen würde. Und bei Ihnen würde ich es nicht machen. Ich habe jetzt andere Gespräche gefunden, wo Sie die Leute verarschen haben an dem Internet, oder? Stimmt das?
Sind Sie oder nicht? Nein, stimmt nicht. Kein Problem, werde ich Ihnen selbst zeigen nochmal, okay? Vielen Dank. Ja, klar, gerne. Dann können Sie auflegen, bitte, ja? Ja, legen Sie, Sie haben mich doch angerufen, dann legen Sie doch auf. Jetzt scheißegal, okay? Ja, gut, okay. Hau ab jetzt, bitte. Auflegen. Ach, ist das lustig. Warum lachen Sie bitte? Ich lache dich aus. Weil du so also ein armseliger Betrüger bist. Du bist nicht mehr als ein Hund, ja? Und du bist ein armseliger Betrüger, der noch nicht mal vernünftig betrügen kann. Ich werde Ihnen zeigen, was ich bin, ja? Ja, klar, gerne. Okay? Ja. So, Hund, geh mal weg jetzt, okay? Geh du doch weg. Geh mal weg. Geh du doch weg, du hast mich doch angerufen. Du bist nicht mehr als ein Penner oder Junkie. Leben Sie wie ein Junkie? Also nehmen Sie Medikamente, Drogen, was nehmen Sie bitte? Warum lachen Sie an? Ich lach Sie aus, weil Sie so aus, primitiv sind. Du kannst mir leckern, ja? Tschüss jetzt. Ja, dann leg doch auf. Und vergiss nicht, mich anzuzeigen. Ja, das werde ich machen, ja? Sehr schön, ich warte drauf. Alles klar. Okay, dann hören wir uns mal morgen wieder, ja? Na gerne. Alles klar, dann schönen Abend noch. Ja, Ihnen nicht. Kein Problem. Können Sie einfach auflegen. Ja, Sie haben mich da angerufen, dann legen Sie doch auf. Ich werde gar nichts machen, weil ich bin der Manager hier, ja? Ich passe gar nicht hier. Ja, das ist klar, Anna, dass bitte, Sie da nichts machen können. Können Sie auflegen, bitte? Nee, ich lege danke. Nicht auf. War das nicht ein seriöser Banker? So einen wünscht man sich doch für sein Investment, oder? Komisch nur, dass bis heute keine Anzeige bei mir eingetrudelt ist. Warten wir doch gemeinsam weiter und schauen uns die nächsten Videos an. Macht's gut, bis dahin. Ade.